Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG, hat im vergangenen Jahr deutliche Gehaltseinbußen hinnehmen müssen. Dem an diesem Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht zufolge verdiente der 65-Jährige 5,9 Millionen Euro. 2017 waren es noch 8,6 Millionen. Zetsche, der im Mai aus dem Amt scheidet, hatte bei der Bilanzpressekonferenz einen erheblichen Gewinneinbruch von 29% auf 7,25 Milliarden Euro verkünden müssen. Ursache ist unter anderem das schwache Autogeschäft.